Soll ich mal nachschauen auf dem Plan? Ja, schau mal nach. Ach, ach, ach. Ja, was? Wir suchen jetzt gerade Essen mit ChatGPT. Gibt es im Viertel, wie heißt eigentlich unser Viertel? Waterworks Museum. Gutes koreanisches Restaurant. Ich habe jetzt eingegeben, koreanisches Restaurant in der Nähe vom Waterworks Museum. Ich habe jetzt eingegeben, koreanisches Restaurant in der Nähe vom Waterworks Museum. War kurz. Mir sagte der ChatGPT. Hast du eine Antwort gekriegt? ChatGPT. Hast du eine Antwort gekriegt? Ja. Also er sagt, ich empfehle Ihnen eine Online-Suche, um eine Liste von Optionen zu erhalten, oder? Ja, ohne Munga, Gut. Sie können eine Kartenanwendung wie Google Maps verwenden, um Koreanisches in der Umgebung zu finden. Dort können Sie Bewertungen und Rezensionen von anderen Kunden lesen. Und das beste Restaurant. Ah, bei mir ist das gleich. Eine andere Möglichkeit ist es, die Einheimischen zu fragen. Wenn Sie sich in Seoul aufhalten, könnten Sie beispielsweise einen Concierge in Ihrem Hotel fragen oder einen Mitarbeiter im Waterworks Museum um Empfehlungen bitten. Künstliche was? Intelligenz. Ich hoffe, dass diese Tipps hilfreich für Sie sind. Nein. An denen, der Morosse, der Ding, den Morosse. Also Morosse. Dann gehe ich kurz auf Google Maps. Ja. Das wird jetzt wie ist das Restaurant? Wie heißt es? Ja. Ja. Gehen wir dahin. Es hat die beste Bewertung, oder? Machen wir so.